Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Battletech. Zweiter Versuch, gerade hat er nämlich das Save Game tatsächlich nicht geladen, aus welchen Gründen auch immer. Und da hatte ich schon kurz Angst, dachte, oh mein Gott, nicht, dass es jetzt weg ist. Es war auch kein Patch oder irgendwas. Aber naja, jetzt funktioniert auf jeden Fall alles. Ich habe ein klein bisschen weitergemacht ohne Aufnahme zwischendrin. Und deswegen hat sich ein klein bisschen was verändert. Wir haben jetzt auch schon einiges an Tagen geschafft. Ich musste leider ein-, zweimal die Timeline ein bisschen advancen, um mal hier schön in so einem gemischdeutsch-englischen Mischmasch zu reden. Weil einfach alles kaputt war an Mechs und an Piloten, die irgendwie, ja, wie heißt es, hier verletzt waren und so. Und deswegen ging das nicht anders. Das ärgert mich immer ein bisschen, weil man dadurch ja quasi hier Spielzeit abgibt oder so. Ist andersrum eigentlich auch völlig egal, weil man ja, ja, es geht ja da nur um eine Punktwertung. Sorry, muss ich mal kurz gehen hier. Es geht ja im Endeffekt nur um so eine Punktwertung, deswegen weiß ich nicht, ich weiß auch nicht, was ist das hier, 205 von 693? Das ist vielleicht das Maximale, was möglich ist oder so, ich weiß es nicht. Aber ich finde dann halt immer doof, dass man da nicht wirklich was machen kann. Wobei genau das ja auch zum Spiel gehört. Und ich meine, ist ja auch richtig, wenn die sich da alle ausruhen müssen und irgendwie wieder zu Kräften kommen und die Mechs müssen repariert werden, dann ist das ja auch okay, dann passt das ja soweit. Naja, auf jeden Fall ging es ein Stückchen weiter. Es waren wieder Missionen dabei, wo ich dachte, Alter, voll auf die Schnauze, da habe ich wieder fast unseren Unit Leader, den Starbird, weil es sind ja hier, ne, wissen wir ja, Starbirds Marauders, den habe ich irgendwie fast verloren. Hatte aber Glück, fangen wir auch direkt damit mal an, hatte aber Glück, und der ist einfach nur, sage ich mal, wieder injured gewesen, aber für, ich glaube, 90 Tage, also total krank. Na, jemand anders ist gestorben, und zwar einer von den guten Piloten und nicht von diesen Lappen. Naja, wobei, war jetzt nicht immer, aber schon, also schon gut aufgelevelt. Hit by an enemy im Anticore. Oh, das ist ja geil, dass das dabei steht. Okay, ja, irgendwie, keine Ahnung, in der Crab drin, die Crab auch kaputt gegangen. Ich habe den Orion verloren, also es ist echt einiges draufgegangen an Max. Nichtsdestotrotz ging es natürlich ganz gut weiter. Wir haben auch ganz gut Beute gemacht. Und inzwischen habe ich einen Marauder, der auch einsatzbereit ist. Der war auch schon ein-, zweimal im Einsatz. Mega geil, wie der abgeht. Und ja, der Archer, den hatte ich schon, der ist aber wieder am Start. Katapult noch nicht einsatzbereit, wird immer noch fertig gemacht quasi. Ja, und der Orion ist leider kaputt. Der wäre cool, weil der gut dazu passen würde eigentlich zu diesen Mechs, aber naja, ist halt so. Wir haben aber jetzt gerade immer noch 4 Mechs einsatzbereit. Wir haben Shadowhawk, den wir ausrüsten können, das werden wir auch mal eben machen. Shadowhawk ähnlich wie Griffin und Wolverine, die sind alle so quasi gleiche Basis, wenn man so will. Ja, und wir haben hier, glaube ich, diese Shadowhawk-Variante, genau, die nämlich kaum Panzerung hat und dafür ein paar mehr Waffen. So werde ich den natürlich nicht ausrüsten, weil da weiß ich jetzt schon, dass das irgendwie auf jeden Fall in die Hose gehen wird. Deswegen, ja, gucken wir mal, was wir uns da ein bisschen bauen. Standard am Anfang erstmal natürlich ist aufpanzern. Das werden wir auch als erstes machen. Kleinen Moment. So, ich glaube, den Spielsound muss ich noch ein bisschen runterdrehen, das gucke ich gleich mal, bevor wir in die Mission gehen, aber jetzt machen wir erstmal den Mech fertig. Also, auf jeden Fall erstmal aufpanzern. Es gibt hier oben auch Button, da kann man zum Beispiel hier direkt Maximumpanzerung machen, zack. Die will ich aber nicht, weil hinten brauchen wir nicht so viel, machen wir mal ein bisschen weniger, weil irgendwo muss ja auch noch Tonnage übrig sein, um dann hier ein paar Waffen reinzupacken. Machen wir mal... So, gucken wir mal, dass wir auf 39 Tonnen kommen. Aber man muss es ja auch nicht total übertreiben mit Panzerung. Okay, ist trotzdem jetzt ziemlich fett gepanzert. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Platz für Waffen. An Aufhängungen hat er so ein bisschen von allem. Also eher auf ballistische Waffen und Raketen, aber auch Laser sind am Start. Ja, dann gucken wir doch mal, dass wir das ausnutzen. Laser immer gut, weil das Verhältnis von Schadensoutput zu Gewicht gut ist, vor allem bei den Medium-Lasern. Deswegen packen wir auch mal 3 rein, so viel gehen halt auch. Wir können hier noch Auxiliary Weapons reinpacken, das machen wir auch. Also die werden wahrscheinlich anders genannt, aber ich nenne sie mal Auxiliary Weapons, weil das ist so eine Art, ja, unterstützend, Zusatz, wie auch immer, Gedöns. Vielleicht machen wir das sogar mit Munition, damit wir gleich nicht so viele Wärmetauscher brauchen.
Zack, zack. Und wir werden mal. Okay, ich habe keine Halbtonnen-Dinger mehr. Naja, gut, dann nehmen wir halt eine Tonne MG-Mo. So, und jetzt haben wir noch 11 Tonnen. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen was an Wärmetauscher und mal gucken. Wir könnten Raketen noch reinpacken, sowohl hier als auch hier und hier. Und ballistische Waffen. Wir werden dem mal keine Sprungdüsen geben, obwohl ein Shadowhawk das eigentlich immer hat. Aber wir sparen uns das mal und nehmen dafür lieber Knarren. Jetzt ist die Frage, kleinen Moment mal. Alter, so, ich hoffe mal, das funktioniert jetzt alles richtig, weil ich habe die Aufnahme einfach mal schnell pausiert und musste runterrennen. DHL waren zwei Italiener, die waren voll lustig, der eine wohl auszubilden oder ich weiß es nicht, da am rumdiskutieren hinher. Ja, auf jeden Fall zwei Pakete dann. Ah, hier, wir haben noch ein Paket für Sie. Ja, für Ihre Frau. Hier, so, rennt in seine Karre, sucht da ungefähr 5 Minuten, kommt her, hat ein Paket. Ist auch für eine Sabine, aber anderer Nachname, wo ich dann denke, ja, Junge, nee, das ist dann jetzt nicht meine Frau. Ach so, ja, das ist keine Problem. Ha, Alter, naja, das hat auf jeden Fall ein bisschen gedauert, aber jetzt bin ich wieder hier am Start und ich hoffe mal, das funktioniert alles. Oh Mann, so, wir waren beim Shadowhawk, haben den aufgepanzert, haben hier ein paar Waffen reingepackt und haben jetzt noch 11 Tonnen über. Jetzt ist die Frage, ob wir hier voll auf Raketen gehen, also ihm zum Beispiel zwei ich sag mal so Long-Range-Dinger geben oder sogar drei, zum Beispiel LSR 5, 10 und 10. Dann hätte er das für Distanz, wäre eher Fire Support, kann aber trotzdem reingehen und hier nahkampftechnisch zuschlagen. Fände ich gar nicht so kacke. Andere Idee wäre, eine Autokanone einzubauen. Autokanone wäre natürlich auch nicht schlecht, weil er den ein bisschen universeller dann macht und ich sag mal, Feuerunterstützung haben wir eigentlich genug. Wir gucken mal, ob eine Autokanone passt. Also natürlich passt es, aber die Frage ist, was hier reinpasst. So eine AK-5, ja, da könnte man tolle Munition und zwei Wärmetauscher noch nehmen. Ist aber nicht ideal. Eine AK-2 sieht eigentlich auch nicht großartig anders aus. AK-10 ist zu schwer, wäre natürlich fett. Ja, also so viel zu den Autokanonen. Müssen wir mal gucken, ob sich das lohnt. Wenn wir diese LSR-Taktik machen, zum Beispiel hier eine 5er, hier eine 10er. Ja, noch eine 10er wird dann schon eng. Nee, das geht nicht. Was ist, wenn wir zwei 10er nehmen? Dann hätten wir nur eine Tonne Munition, das ist zu wenig. Eine 15er. Das würde gehen. Eine 15er, ein oder zwei Tonnen Munition, rechts Wärmetauscher. Oder wir gehen auf KSR. Dann wäre so ähnlich wie der eine Wolverine, den ich schon habe. Okay, ist natürlich fett. Boah, 2 KSR-6. Dann geht er in so eine Kitaro-Richtung. 2 KSR-6. Der braucht dann aber auch 2 Tonnen Munition. Dann hätte ich nur noch 3 Wärmetauscher. Ist für Hitzeeffizienz natürlich nicht wirklich geil. Was ist, wenn wir eine 4er nehmen? Ja, wir brauchen trotzdem 2 Tonnen Munition. Und hätten jetzt noch Platz für 4 Wärmetauscher. Oder hier dieses Heatbank. Ach ne, das war das Falsche. Hier diesen Exchanger. Ja, den können wir immer auf jeden Fall geben. Mal einfach Heatsinks nehmen. Heat Efficiency ist gar nicht so schlecht. Würde heißen, wir können das immer alles schießen und müssen dann nur mal bei Gelegenheit zum Beispiel eine SRM weglassen oder einmal in Nahkampf gehen. Dann hat er halt nur die MGs und haut zu. Ist jetzt gar nicht so schlecht. Da wäre der Arm-Mod mit plus 10 Milli-Damage natürlich auch nicht schlecht. Er wiegt auch nichts. Alter, können wir dem sogar doppelt geben? Stackt das? Steht nirgendwo, dass es das nicht tun würde. Einzige, was hier dran jetzt natürlich problematisch ist, ist, dass man die Arme nicht verlieren will. Okay, wir machen das folgendermaßen. Wir schmeißen ein Heatsink raus und panzern dann tatsächlich Maximum auf, weil, wenn er hier vor allem auch in den Nahkampf gehen soll, dann kann ich, also was heißt, kann ich mir nicht leisten? Ich möchte es mir nicht leisten, diese Arme zu verlieren mit diesen Arm-Mods, weil, ne, da habe ich jetzt nur zwei von. Aber so machen wir das mal. Das heißt, der ist alles auf Schnauze. Der kann nicht springen. Also er rennt echt hin und macht alles kaputt. So ist die Idee. Machen wir mal. Gucken wir mal, wie sich das so gibt.
Okay, im Moment ist der sowieso noch nicht verfügbar, deswegen nehmen wir jetzt die vier Max, die wir haben. Wir haben ja noch zwei Aufträge auf diesem Planeten, die wir machen können. Wir nehmen mal hier diesen mit dem etwas höheren Schwierigkeitsgrad, obwohl ich das ja schon oft genug gesagt habe, das sagt eigentlich so gut wie gar nichts aus. Man sollte mal so langsam auf Kohle gehen. Aber ich gehe eher. Ah ne, wir lassen es mal Mitte, Mitte. So, Marauder, Wolverine, Archer. Wir haben ja noch einen Griffin, der auch nicht ausgestattet ist. Sehe ich gerade. Naja, egal. Marauder, Wolverine, Archer, Thunderbolt. Ziemlich fette Aufstellung. Ich habe hier einen neuen Piloten rekrutiert, einfach weil ich einen brauchte. Wie ihr seht hier, der kann halt gar nichts. Bei so einer relativ leichten Mission können wir den eigentlich auch durchaus einsetzen. Machen wir auch. Wir schmeißen den mal in den Wolverine, damit der ein bisschen Erfahrung sammelt. Und ihr seht das bei den anderen Piloten, die sind schon echt richtig geil und hoch von den Werten. Achso, jetzt haben wir aber seinen Mech weggemacht. So. Okay, los geht's. 265 Tonnen Drop-Tonnage, das ist ziemlich fett. Der Marauder ist übrigens auch super geil. Der hier heizt kaum auf mit der Variante. Ich habe den ja so gebaut, dass er eher voll auf Laser setzt, nicht auf PPK. Und er hat eine verbesserte AK-2, die eigentlich so viel Schaden macht wie eine AK-5. Aber mit besserer Reichweite, weniger Hitze und weniger Munitionsverbrauch. Also mega geil. Also der ist schon richtig cool. Der macht auch so ein, geht tatsächlich lanzenweit, Schadensreduktion. Also jeder Schaden, der reinkommt, wird immer, ich glaube, um einen Prozentsatz oder um eins. Nee, ich glaube, um einen Prozentsatz vermindert. Das merkt man vor allem bei den Raketen. Also eine LSR macht standardmäßig pro Rakete 4 Schaden. Wenn man keine Deckung und nichts hat, macht jetzt hier halt immer nur noch 3 gegen mich. Das ist schon ziemlich geil. Okay, wir sollen irgendwie in so eine Basis reingehen und die zerstören. Kein Problem. Und die Garrison, also die verteidigenden Kräfte, Garnisonskräfte, sollen wir auch kaputt machen. Und exakt das werden wir tun. Einfach erstmal alles nach vorne. Eigentlich ganz cool vom Gelände, weil wir auf jeden Fall erhöht sind, sobald wir hier auf diese Kuppe kommen. Da ist halt nur nicht wirklich viel mit Deckung. Wir warten erstmal ab. Andere Variante wäre, einer von denen kommt genau über die Kuppe und wir machen den dann fertig. Oder wir gehen hier links rum und machen die fertig, aber dann haben wir die gleich im Rücken. Das wollen wir ja nicht. Ne, wir werden erstmal hier hochgehen. Dann sind die nämlich gezwungen rumzukommen. Oder wenn sie Jumpjets haben, hier hochzuspringen. Okay, die haben sich alle bewegt. Das heißt, jetzt können wir Gas geben. So, der Mokassin, wo habe ich da reingesetzt? Genau, in den Wolverine, ne? Ihr seht, der ist auch eher so auf Nahkampf, keine Jump Jets. Okay, hier haben wir schon mal Sicht. Ja, die sind natürlich gut verbarrikadiert und alles. Kaum Trefferchance, aber ist egal. Wir lassen den mal schießen. Just for fun, haben ihm mal einen Evasion genommen. Ja, und jetzt gehen wir einfach mal mit dem Rest auch weiter nach vorne. Schießen ein bisschen drauf. Archer hätte ich später ziehen sollen. Für bessere Trefferwahrscheinlichkeit, damit die Kleinen erstmal irgendwie schießen. Aber ist egal. Was haben wir hier? Die LSR-10 drin. Ja, machen wir das Gleiche. Das ist quasi so erste Schlagabtausch. Das ist natürlich geil mit dem Breaching Shot, weil jetzt hat er vollen Schaden gekriegt. Und das ist der Marauder. Okay, der darf natürlich nicht so auf Schnauze kriegen, aber wir machen mal das hier. Einmal die Katze runtergesetzt. So, okay. Naja, noch nicht wirklich viel gemacht, aber er hat schon ein bisschen was gekriegt. Wir sollten den jetzt auch finishen in der nächsten Runde. Ich meine, es sind nur Locusts, die sind jetzt nicht so super gefährlich. Okay, und ich weiß auch nicht, was die da gerade machen mit diesem Rückzug-Ding. Aber wir gehen einfach voll drauf. Natürlich wieder super miese Treffer. Okay, hier haben wir jetzt eine bessere, aber er ist voll eingebuddelt. Dann gehen wir trotzdem auf ihn. 40, genau, 40% Schadensreduktion, aber viel besser zu treffen. Also, da er schon gezogen hat, also stehen geblieben ist, werden wir den jetzt fertig machen. Ist natürlich so, ich weiß nicht, also ich meine, es ist die KI, die hat sich nichts dabei gedacht, aber sowas hier könnte man höchstens machen, aber dann hätte einer gereicht. Einen weit bewegend und dann schön eingebuddelt stehen lassen, damit die hier unten Sicht haben und die LSR indirekt schießen können. Aber naja. So, nehmen wir erstmal den Marauder. Ja. Super geil, wie der aussieht, finde ich. Ich weiß nicht, ja, der Anziehen mag sein, dass der noch ein klein bisschen geiler ist. Der hier sieht irgendwie so technischer aus, bisschen moderner. Klassische Marauder ist schön so gerundet immer überall. Aber trotzdem, ziemlich geil. So, Lumpy kann hier finishen.
Lass mal die. Wobei, nee, ich habe so viel Munition dabei, dass ich gerade schieße einfach alles Arschlecken. Also der Archer, so wie ich den hier gebaut habe, das gefällt mir richtig gut. Mit den KSR. Ne, wo mal, wo ist er denn? Hier ist der Archer. Hä? Hier ist der Archer, okay. Mit den KSR, LSR und M-Laser. Das ist schon echt nicht verkehrt. Also der macht schon ordentlich Schaden. So, ihn lasse ich die LSR nicht mitschießen, weil der hat nur eine Tonne Munition, glaube ich. Also er hat nicht so viel dabei. Geil, nicht ein Treffer. Aber gut, einen kleinen haben wir weg. Oh, da schießt irgendwas, was ich noch nicht sehen kann. Ja, dem hinterher und den finishen. Mal kriegen. Leisten uns das mal hier, auch wenn es nicht viel Verbesserung bringt, aber... Na okay, irgendwie ein bisschen was getroffen haben wir schon. Gut, eine Panzerung ist ein-, zweimal okay, wenn es nur so ein bisschen Beschuss ist. Das macht man hinterher nicht mehr gegen Schwere oder Assault Max. Wobei natürlich, also ich hatte ja vorhin gesehen, dass jetzt nicht viel LSR hochgekommen sind. Ein Trebuchet, also so ein mittlerer, aber mit zwei LSR 15 im Rücken, sollte auch nicht sein. Okay, Bein ab, der kippt jetzt um, damit verliert er seine ganzen Evasion-Marker. Heißt, ich kann ihn jetzt finishen, wenn er nicht jetzt sowieso schon kaputt ist. Nur die beiden LSR, aber das sollte eigentlich wahrscheinlich schon reichen. Kacke, jetzt habe ich, fällt mir gerade auf, den Spielzaun nicht runtergestellt. Ne? Ich lasse es jetzt erstmal so, ich stelle es nach der Mission ein bisschen runter, wenn ich dran denke. Okay, Mac Destroyed hat sie gesagt. Dann rücken wir hier einfach ein bisschen weiter vor. Gucken gleich hier quasi drüber und machen die fertig. Das ist so der Plan. Ah, mit Sprungdüsen wäre ich da jetzt schon hingekommen. So aber nicht. Wieso kriege ich nur zwei Evasion-Marker? Der Wolverine ist da eigentlich relativ schnell. Und noch nicht mal bis in den Wald. Aber na gut, dann ist es so. Da waren wahrscheinlich die PPKs drin in diesem Turm. Was ist hier hochgekommen? Assassin. Okay, ja, davon hätte ich ja gerne noch einen als Beute. Wobei inzwischen sind die Missionen wirklich eigentlich so, dass ich kaum noch sowas Leichtes einsetzen kann. Also hier wäre es jetzt locker gegangen, dass man hier statt dem Wolverine Assassin genommen hätte oder so, Scherze. Aber das ist was, da hatte ich ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, was ich halt relativ schade finde bei dem Game. Dass zum Beispiel hinterher, also so bei den hinteren Missionen, dass da nicht mal irgendwie was bei ist, was zum Beispiel nur gut mit, sagen wir mal hier, Shadowhawk, was nur gut mit leichten Mechs ist oder so. Es gibt so Missionen, da muss man zum Beispiel relativ schnell sein, also man muss schnell irgendwelche Beacons platzieren für ein Bombardement oder man muss einen Konvoi fertig machen oder theoretisch auch bei so Assassinate-Missionen, dass man reingeht, eine spezielle Figur, also einen Mech umbringt und sich dann wieder verpisst. Das könnte man theoretisch mit sehr schnellen, leichten Mechs machen. Problem ist immer nur, hatte ich nämlich mal versucht früher bei anderen Kampagnen, dass man hinterher, also wenn es einen hohen Schwierigkeitsgrad hat, dann muss man den Mech, den man ausschalten muss, sagen wir mal, ist irgendein 60-70-Tonner, ja, was dann schon schwierig wird mit so kleinen Dingern. Aber hätte man vier kleine Mechs mit geiler Feuerkraft, vier Jenner oder weiß ich nicht, sowas irgendwie, dann Assassin noch dabei oder so, dann wäre das vielleicht noch regelbar. Das Problem ist, dass dann drumrum meistens Assault Mechs und alles Mögliche steht oder eben Fahrzeuge und gerne dann auch sowas wie ein Demolisher Panzer, der dann zwei AK-20 hat. Und da ist dann halt, ja, wisst ihr, von einer getroffen ist direkt der halbe Mech weg. Und das ist dann immer so, ne, also irgendwie, keine Ahnung, funktioniert das für mich nicht so. Deswegen ist es eher so, wie das in vielen Spielen ist, man levelt quasi hoch. Man entwickelt sich zu den immer fetteren Maschinen hin.
So, na, ist halt so, dass man dann irgendwie das leichte Zeug nicht mehr nimmt. Hast du, wenn du irgendein Rennspiel spielst, hier, keine Ahnung, so wie bei Need for Speed, wie das immer war, so, also fängst du mit irgendeiner Scheißkarre an und du kannst aber hinterher nicht mehr mit diesen Scheißkarren was machen. Du brauchst dann die fetten Dinger, weil du halt sonst die Rennen nicht gewinnen kannst. Hier ist es halt ähnlich, ne? Die Idee ist cool, dass die kleinen Mechs ihre Berechtigung haben, aber du brauchst einfach die fetten Teile, sonst funktioniert das alles nicht. Okay, auch wenn die hier alle so mittelgut nur platziert sind, ist mir das relativ latte. Missionsschwierigkeitsgrad ist relativ easy. Ich schalte die einfach einen nach dem anderen aus, gehe gleich in die Basis, mache alles kaputt und fertig ist. Oh, sieht er den gar nicht? Doch. Muss man immer gucken, dass man sich nicht selber verarscht. Passiert mir nämlich relativ häufig, dass ich irgendwie, wenn er schnell gehen soll oder so, sich dann einfach irgendwie ziehe und dann sehe ich, ach kacke, der war jetzt gar nicht mehr im Firing Arc und dann kann ich den genau nicht beschießen oder so. Hm. Ach, scheiß drauf. Wir haben ja alle ein bisschen Panzerung. Immer noch nicht im Arsch, obwohl der Center Torso schon offen und beschädigt war. Schlecht getroffen, also in den falschen Bereichen. Okay, ich gehe mit dem Marauder aber schon mal hier hin. Schieß auf den Turm. So, was haben wir noch? Den den Archer und den Thunderbolt. Okay, gut, dann. Ach nee, nur indirekt. Gut, der Thunderbolt macht ihn fertig. Bisschen Overkill, aber was soll's, solange das keine Hitzeprobleme macht. Der LSR war überflüssig, weil er dafür nicht so viel Munition hat. Hier jetzt auch totalen Overkill, Arschlecken. Auch wenn es manchmal den Anschein hat, als wären die Maps riesig, weil zum Beispiel da hinten irgendwo, da ist noch so eine Irgendwas-Basis und keine Ahnung, ist schon ganz geil. Theoretisch sind die das auch. Ich vermute ja, dass die eine riesige Map gemacht haben und dann immer Ausschnitte daraus dann als Spielmaps gewählt wurden. Weil die sind halt immer beschränkt. Also die sind immer an irgendeinem Punkt zu Ende. Hier sieht man das. Das heißt, man kann dann da nicht rauslaufen. Ist in der Regel völlig egal. Ich hatte das nur ein, zweimal, wo ich irgendwo ganz am Rand war und dachte, geil, dann willst du hier hinten über so einen Berg drüber. Ja, dann geht das nicht, weil da halt die Karte zu Ende ist. Aber eigentlich sind die Missionen und alles so gemacht, dass das völlig ausreichend ist. Gehen wir schon mal auf die Gebäude. Man sollte eigentlich vielleicht erst die Türme noch schnell ausschalten, aber ist alles okay. Wir rücken hier einfach stetig vor und machen alles nacheinander kaputt. Manchmal bekommt man einen Bonus für die Türme, hier jetzt offensichtlich nicht. Also steht hier zumindest nichts von, deswegen werde ich, wobei ich werde sie trotzdem kaputt machen, damit ich nicht zur Evac-Zone laufen muss, weil wahrscheinlich werde ich ja hiernach dann evakuieren müssen oder sollen. Kommt der nicht bis dahin? Nee. Und es dauert wahrscheinlich genauso lange, Strong Opposition ist klar. Sofern die jetzt nicht irgendeine Verstärkung noch kriegen, ist hier gar nichts mehr mit Opposition, Junge. Na doch, irgendwas bewegt sich noch, genau. Und dann sollten wir die Türme vielleicht doch wegmachen. Ah, hier sind die Reinforcements, sind da wohl gelandet oder was? Waren versteckt. Da wird es vielleicht doch noch mal spannend hier. Ready for orders. Move into position. Kommt denn hier das rein? Hey.
teilen wir jetzt auch mal auf, damit wir beide Türme wegkriegen. Der B braucht nicht mehr viel, da reicht ein... Okay, wir machen es mal so. Hoffentlich reicht's für den. Ja. Turm mit 2 PPK drin, nicht schlecht. So, was ist das? Der Wolverine. Ja, gehen wir einfach ran. Ah, da hinten sehen wir jetzt schon Gegner. Das heißt, die werden wir auch noch fertig machen müssen. Sollte aber kein Problem sein eigentlich. Cool wäre immer, wenn man aus der Mission rauskommt, ohne dass die Mechs wirklich repariert werden müssen, weil dann kann man direkt die nächste Mission starten und muss nicht wieder irgendwie warten zwischendrin. Da ich ja im Moment nichts bereit habe. Okay, jetzt muss ich auf den Wolverine langsam aufpassen, sonst hat der gleich interne Schäden. Also ein bisschen was an Firepower haben die schon dabei. Wieso sehe ich die nicht? Also warum komme ich nicht dazu, die zu sehen? Okay, aber nee, PPK kann ich indirekt geschossen haben, weil ich dachte gerade, irgendwie sehen die ja mich, sonst könnten die mich ja nicht beschießen. Okay, wir versuchen jetzt wieder Folgendes. Erstmal panzern wir ihn hier so ein bisschen. Jetzt werden wir den Turm auf jeden Fall wegmachen und vielleicht kriegen wir direkt noch das Gebäude auch. Dann hätten wir nämlich das Missionsziel fertig. LSR, SRM, ja, das wird aber, also wir machen es mal so. Ich glaube nicht, dass das reicht fürs Gebäude. Ah doch, sehr gut. Okay, wir könnten jetzt direkt evakuieren, wobei mal die Frage ist, wo das ist. Ja, also müssen wir eh durch die Gegner durchlaufen. Ja, irgendwie sind die wohl alle zu weit weg oder keine Ahnung. Phoenix Hawk, okay. Ja, so wie der da steht, wird er wahrscheinlich unser erstes Ziel. Aber ich warte erstmal ab. Den Wolverine hätte ich bewegen sollen. Okay, aber die gehen jetzt eher auf den Marauder. Steht aber eigentlich ganz gut. Hat viel Damage Reduction. So, der Wolverine sollte nicht Ziel Nummer 1 werden von denen, aber wir gehen jetzt trotzdem ran. So, was haben wir hier? Hier ist tatsächlich ein Trebuchet, aber der mit dieser komischen Bewaffnung ohne die LSR. Phoenix Hawk Centurion, okay. Centurion, okay, der hat keinen Evasion Marker. Das wird unser Ziel Nummer 1 sein, weil von der Panzerung, ja, der hat genauso viel wie der Phoenix Hawk, aber ist etwas besser bewaffnet. Ja, wir gehen erst auf den Centurion und danach auf den P-Hawk, denke ich. Je nachdem, wie die gleich stehen. Eigentlich könnte der hier oben stehen bleiben. Der steht da gar nicht so verkehrt. Allerdings, ja, hier gehen wir hin, damit wir noch ein bisschen Evasion kriegen. Den werde ich wahrscheinlich nicht kaputt kriegen direkt. Munitionsexplosion, ganze linke Seite weg. Die rechte ist wichtiger, weil der nämlich im rechten Arm die AK haben sollte. Schade, zu weit weg noch. Für die ganzen Medium-Laser. Naja, gut, ist dann halt so. Da kippt er sogar um. Da ich komplett gewartet habe, war ich jetzt als letzter dran und in der nächsten Initiativephase ist er bei den schweren Mechs. Das heißt zumindest der Wolverine ist davor. Vielleicht kriege ich ihn ja gefinished. Der müsste jetzt auch richtig kacke stehen, der Phoenix Hawk. Ja. Trotzdem wird der Wolverine jetzt erstmal... Ja, wo stelle ich den denn hin? Hier zum Beispiel...
So, ein bisschen mehr Schutz. Schade, der kann auch nicht Feuer aufteilen. Ah ne, der ist eh zu weit weg für die Small Laser. Sonst hätte ich gerne hier die Small Laser und den Rest hier reingeballert. Okay, aber wir schießen jetzt alles hier drauf. Der hat im Center noch... Wie viel? Sehe ich da gerade nicht richtig, weil 200... Ah, 20, okay. Wenn eine von den Waffen im Center trifft, ist er halt weg. Ja, okay. Sehr schön. Vorhin beim Shadowhawk bauen, ihr habt das gesehen, dass ich die Wärmetauscher mal in die Beine gepackt habe. Beim Tabletop ist das so gewesen, zumindest früher, wenn man Wärmetauscher in den Beinen hatte und man steht dann, so wie er, so halb im Wasser. Nee, zählt gerade gar nicht als Wasser. Hatte ich aber ja schon in ein paar Missionen, dass man so im Wasser steht. Dann, kriege ich die Small Laser nicht da. Dann war die Wärmeabfuhr besser. Ist hier einfach so schon, wenn man im Wasser steht, aber da war das, meine ich, mit Wärmetauschern in den Beinen, die dann doppelt zählen, keine Ahnung. Das ist das eine, und zum anderen gucke ich, dass ich das immer ungefähr gleichmäßig aufteile. Als ich da den vierten Wärmetauscher rausgenommen habe, habe ich den einen aus dem einen Bein ja dann in den Center gepackt und so. Das ist auch, ich weiß nicht, einfach nur ein bisschen Ästhetik. Natürlich macht Sinn, nicht alles in eine Lokation zu packen, damit, wenn die dann kaputt ist, man nicht direkt alles verliert oder so. Aber eigentlich macht das also jetzt mit gerade mit den Wärmetauschern nicht so den Riesenunterschied hier. Ist ja, denn man packt natürlich wirklich alle in, weiß ich nicht, den linken Torso und dann ist der weg und naja. So, das ist wahrscheinlich ein bisschen doof wegen den LSR und der Reichweite. Hier wäre wahrscheinlich gut, jo. Krass, so verteilt getroffen, dass bei dem Ding noch nichts ab oder kaputt oder explodiert ist. Obwohl der jetzt echt ordentlich gefressen hat. Auch im Center schon wieder. Fast im Arsch. Okay. Das heißt, einmal ein Cold Shot in den Center Torso. Hoffen, dass ich da auch treffe. Kann ich den Wolverine auch mal so schlecht dahinstellen. Jawohl. Noch nichts Dolles dabei für Beute. Alles nämlich durch Center-Treffer zerstört. Heißt, man hat immer nur wirklich maximal einen Teil von dem jeweiligen Mech. Ja, und jetzt machen wir den halt auch noch fertig, ne? Was theoretisch noch so eine Taktik ist, vor allem im Tabletop, ist, dass man, ich sag mal, die großen Waffen zuerst schießt. Also wenn ich zum Beispiel einen habe, und dafür sind dann PPK und sowas immer gut, wenn ich zum Beispiel solche Mechs habe, also ich habe hier einen Wolverine, der hat nur solche kleinen Kackwaffen, und dann habe ich hier einen Marauder, der hat vielleicht zwei PPK eigentlich, ja, ne? Dann lasse ich, weil bei Battletech ist in dem Brettspiel ist die Schussphase, das passiert dann alles gleichzeitig. Man sagt quasi alles an und danach wird das alles abgehandelt. Wenn jetzt die PPKs zuerst treffen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man hier mehr Panzerung in einer Lokation wegmacht und schon eher an die interne Struktur kommt, höher, als wenn ich halt das mit Medium Laser mache. Dann brauche ich halt hier irgendwie 2-3 Schuss für oder sowas. Es ist aber so, dass jeder Treffer, der intern Schaden macht, da wird quasi gerollt, ob es einen kritischen Treffer gibt und vielleicht Waffen, Gyro, was auch immer, irgendwas noch zerstört wird, Munitionsexplosionen, wenn welche drin ist und so weiter. Deswegen sagt man natürlich, okay, ich versuche erstmal die Bereiche mit den fetten Waffen zu öffnen, sage ich mal, also die Panzerung zu reduzieren oder am besten wegzunehmen, damit dann, wenn viele kleine Waffen hinterher treffen, ich eine erhöhte Chance auf kritische Treffer habe. Das ist dann auch was, warum die SRM so geil sind oder MGs oder sowas, weil ich viel Schuss habe, also zum Beispiel, wenn Medium Laser im Center jetzt hier treffen würde, ja, dann hätte ich einmal, weil ich nur einmal intern Schaden gemacht habe, einmal die Chance, kritisch zu würfeln. Wenn aber so eine SRM, die ja irgendwie hier, was weiß ich, 6-mal die Chance hat, im Fall der SRM-6, also wenn sie jetzt auch alle 6 Raketen treffen, dann, und die würden alle im Center treffen, dann hätte ich 6-mal die Möglichkeit, kritisch zu würfeln und 6-mal potenziell kritische Treffer.
Und deswegen, da wird dann sowas halt richtig geil. Oder LSR sind auf einem offenen Mac das Schlimmste, was es gibt, weil die machen pro Rakete nur wenig Schaden. Aber es sind halt viele Raketen in der Regel. Und wenn ich dann ganz, ganz viele Treffer habe in den einzelnen Zonen, dann habe ich ganz häufig die Möglichkeit, kritisch zu treffen. Deswegen ist es Horror immer gewesen, wenn man zum Beispiel so einen Orion oder sowas hatte, der mega gepanzert ist, der dann und der viele Munitionswaffen hat und viel Munition auch mitführt. Wenn der dann einen Bereich, ich weiß nicht mehr, wo bei dem die Munition war, linke Torso sagen wir mal, ja, wenn dann im linken Torso, wenn der offen ist, aber der Rest vom Mac ist noch gut gepanzert, dann war es immer mal auch eine ganz gute Taktik zu sagen, okay, pass auf, wir schießen jetzt sowas wie LSR und so kleine Waffen, alles immer auf den drauf, in der Hoffnung, diesen linken Torso zu treffen und immer einfach auf den Crit zu würfeln. Weil da war es so, ist hier ein bisschen anders, aber da war es so, wenn die Munition im linken Torso explodiert, dann wird der Schaden ausgerechnet, den die macht, und auch der Schaden hat sich übertragen weiter in den Center. Das heißt, man kann davon ausgehen, wenn beim normalen Mac eine Munitionsexplosion ist, ist der zerstört eigentlich. Ja? Gab es hinterher noch Sachen, die das verhindern und so, aber so war das da halt. Und ja, da hat man dann halt so ein bisschen drauf spekuliert. Man könnte jetzt auf sowas hier auch gehen, wobei das Spiel funktioniert eh teilweise anders. Also ich sage halt zum Beispiel, eine Munitionsexplosion zerstört nicht direkt den ganzen Mech, sondern nur den Bereich und den Außenbereich, aber geht nicht, frisst sich nicht weiter in den Center oder so. Und mir ist das eh immer auch relativ latte, ja, weil mit den Crits, ich weiß nicht genau, wie das hier ausgewürfelt wird oder wie die Wahrscheinlichkeiten sind. Die Waffen sind ja unterschiedlich. Zum Beispiel schießt eine AK-5 hier zweimal. Ja, und trifft dann. Ich weiß jetzt nicht, ob die auch zweimal dann rollt oder so. So im Detail habe ich mich dann hier mit dem Game nicht beschäftigt. Das ist mir dann auch alles ein bisschen zu deep. War das ganze Gelaber jetzt ja wahrscheinlich schon für den einen oder anderen. Aber ich wollte es mal erwähnt haben, weil das ist wieder so ein super Vergleich mit dem Tabletop einfach. Ja, oder Referenz vom Tabletop hierzu. Okay, er ergibt sich seinem Schicksal. Ist ja nett, dass er sich hier vorne direkt hinstellt. Dann wird er jetzt halt fertig gemacht. Ich meine, der ist eh schon quasi fertig. Ich könnte jetzt auch noch einmal, ich habe genug Resolve, mit allen Calls shotmäßig in den Center gehen. Aber habe ich gerade keinen Bock, ist zu viel Klickerei. Ich klicke einfach drauf und gehe auf Attack. Reicht eh. Bam, im Sack. Okay, gucken wir mal, was wir an Beute kriegen. War jetzt eigentlich Mac-technisch nichts super Spannendes dabei. Also diese Trebuchet-Variante, die wir gerade kaputt gemacht haben, ist ja nicht ganz kacke. Aber ja, das hier ist das Wichtigste. Keine, also alles nur oberflächliche Panzerungsschäden. Geil, er hat gar nichts abgekriegt. Keiner ist verletzt. Ich muss nichts reparieren. Alles ist cool. So, und was nehmen wir an Beute? Hier könnten wir... Oh, geil. Assassin 101. Also haben wir jetzt einen zweiten kompletten Assassin. Das ist natürlich super. Ja, und dann einmal eben nach Waffen gucken. Nichts Besonderes. Dann nehme ich hier den P-Hawk tatsächlich. Hab noch ein bisschen was anderes zugewiesen gekriegt. Nett. Aber vor allem der zweite Assassin ist geil. Wobei, sage ich ja, inzwischen sind die Missionen eh so, dass ich die Dinger kaum einsetzen kann. Also ich kann es zwar machen, aber es ist nicht mehr effektiv. Es bringt dann mehr zu sagen, ey, pass mal auf, bevor ich den... Ah, das ist sogar die Variante. Okay. Noch weniger Panzerung und Sprungdüsen raus, dafür mehr Potenzial Waffen einzubauen. Ich guck mal eben, wie der ursprünglich ausgestattet ist, weil ich weiß gerade gar nicht. Die Variante von dem hat auch eine LSR5, Medium Laser, Small Laser, KSR2 und noch ein Small Laser. Okay, er hat also zwei Small Laser mehr als das, was der sowieso hat. Ah, er kann trotzdem noch springen, nur wahrscheinlich nicht mehr ganz so weit. Ja, vielleicht nicht schlecht, aber würden wir den aufbauen, würden wir es eh ein bisschen anders machen. Wir werden auf jeden Fall jetzt erstmal die Locusts direkt hier in Storage schicken, weil die werde ich niemals mehr einsetzen. Griffin vielleicht, da ich gerade nichts Besseres wirklich habe. Wir können ja mal gucken, was wir hier storage-technisch gerade noch haben. Hier fast einen zweiten Marauder und dann auch noch die D-Variante, also für mehr Energieaufhängung eigentlich. Wo sind denn hier komplette Max? Hier, wir könnten Kintaro einsetzen. Wir haben drei Griffiths. Noch ein Wolverine, ein Centurion. Hier diese Trebuchet-Variante, ein Hunchback, Enforcer ist nicht schlecht. Vindicator, also wir hätten einiges an Max eigentlich, zwei Vulcan, die wir einsetzen können. Will ich aber gar nicht unbedingt machen. Alter, habe ich hier viel Stuff schon.
Das ist das, wenn man immer eher auf Beute geht. Will ich gar nicht unbedingt machen, weil ich will schwerere Mechs kriegen. Den Assassin lassen wir trotzdem mal drin und machen den mal fertig. Aber die Panzerung ist schon echt extrem wenig. Also da machen wir trotzdem, wir panzern den wieder ein bisschen auf. Wirkliches Panzerschwein muss der nicht werden, aber das ist dann noch ein bisschen arg wenig. 50, 50 im Arm. Ja, komm, gehen wir noch auf 33 Tonnen. Nee, müssen wir gar nicht. Wir gehen eher wieder etwas runter. So, jetzt haben wir noch richtig viel Platz. Okay, ein bisschen was an Jump Jets kommt rein. 6 Tonnen für Waffen. Mal gucken, wie es mit den Aufhängungen ist. Energie hier, Rakete, Rakete und Auxiliary. Okay, wir werden dem alles an Auxiliary Weapons geben, was reinpasst. Und in dem Fall auch Laser, weil wir einfach... ja, der wird keine großen Hitzeprobleme kriegen. Okay, ich glaube, mehr passt hier nicht rein. Nee. Wir haben aber noch... Okay, ein Medium Laser wird er natürlich auch auf jeden Fall kriegen. Könnte man sogar einen Large Laser reinpacken, glaube ich. Naja, schade, knapp nicht, aber auch nicht schlecht. Aber nee, er kriegt einfach nur Medium Laser. Jetzt haben wir noch ein bisschen Platz für Raketen. Da werden wir auch auf... Ich weiß nicht hier mit den Infernos, was die machen genau und wie die funktionieren. Keine Ahnung, nehmen wir auch nicht. Wir nehmen... das wird nicht passen. Nee. Nur eine LSR-5 für so ein bisschen. Nee, wir werden auch eher auf KSR gehen. Nice. KSR-4. Also das ist schon gar nicht so schlecht. Ein Medium, eine KSR-4 und 3 Small Laser. Das ist waffentechnisch schon gar nicht so verkehrt. Okay, und die letzte halbe Tonne nehmen wir noch eine Jump Jet. Zack. Der ist jetzt trotzdem relativ mobil, schnell. Die Panzerung ist auch für seine Gewichtsklasse gar nicht so super madig, ist aber trotzdem nicht geil. Feuerkraft ist in Ordnung, also ist gar nicht so schlecht, finde ich. Naja, gucken wir mal. Mit dem Einsatz vom Assassin weiß ich sowieso nicht. Wir machen den Greif hier einfach mal auch noch fertig. Einfach damit wir ja noch einen Mech mehr für den Einsatz haben hier. Er kriegt wieder Jump Jets. So, aufhängungstechnisch hat er einiges für Energie. Griffin 1N ist eigentlich Standard. Wieso hat er hier so viele Energieaufhängungen? 3 Raketen, 3 Energie und eine Auxiliary. Aber alles auf der rechten Seite. Das ist natürlich immer ein bisschen doof. Aber okay, ist dann so. Ja, dann kriegt er doch auch Raketen mit. Geben wir ihm mal LSR-10, hat er auch standardmäßig und eigentlich hat er dann hier noch eine PPK. Wir gucken jetzt aber mal, wir geben dem, ja, wenn er eine PPK hätte, hätte er jetzt noch 3 Heatsinks, nee. Wir geben ihm nur einen Large Laser und noch 2 Medium Laser. Also mich stört ein bisschen, dass das alles im Arm ist. Machen wir mal so. Hitzeffizienz Mittel, aber er hat auf Reichweite Large und LSR und wenn er etwas näher rankommt, kann er halt irgendwann die vielleicht nicht und dafür alle Laser schießen. Ist nicht geil, ist aber auch nicht total kacke. Panzerung, okay, die Sprungfähigkeit ist gut. Lassen wir einfach mal so. Gefällt mir nicht hundertprozentig der Mech, aber ist in Ordnung. Okay, da die hier nicht wirklich beschädigt wurden, können wir direkt die nächste Mission noch machen. Forward Observers. Klar, ich lese mir das jetzt alles nicht durch. Wenn euch das interessiert, drückt halt auf Pause, guckt euch das kurz an. Achso, wir können einmal kurz noch gucken. Hier der kleine Mokassin-Typ. Der wird ja wahrscheinlich ein bisschen aufgelevelt haben und zumindest ein kleines bisschen könnte man ja hier, genau. So, zack, zack, hochgehen. Alles 4. Leveln den auch weiter. Ja, das lasse ich einfach alles mittelmäßig stehen und los geht's. Ein Battle, okay, schön fast forward. Einfach laufen, alles kaputt machen. Dürfte auch eine relativ easy Mission werden, also wenn der Schwierigkeitsgrad nur so gering ist. Und die Mechs sind ziemlich drüber für so einen geringen Schwierigkeitsgrad, aber pff,
dann sind wir da schnell durch. Hoffentlich kriegen wir keine kritischen Schäden oder irgendwas Blödes so, dass einer einen Arm abschießt irgendwo oder sowas. Dann muss man den Mac wieder reparieren. Wobei wir jetzt in dem Fall, das ist eh die letzte Mission auf diesem Planeten, wir werden springen müssen zum nächsten. Die beiden, die da waren, wofür einen bezahlt wird, die sind alle sehr low. Da werden wir wahrscheinlich nicht hingehen. Okay, wo sind die Enemy Scoutlands? Ja, das heißt immer nichts. Wir hatten ja auch schon mal eine Scoutlands, die dann noch von einer Medium Lens unterstützt wurde. Deswegen, hallo, läufst du? Ja. Hier könnte es allerdings tatsächlich sein, dass es nur eine Scoutlands ist, weil, wie gesagt, Schwierigkeitsgrad. Zwei Max? Naja, kann sein, dass da noch ein bisschen was kommt. Ja. Hier auch von der Beweglichkeit und sowas wäre man hiergegen natürlich mit leichteren Max vielleicht ein bisschen besser aufgestellt. Aber da es hier in dem Spiel nun mal so ist, wie es ist, mit den Evasion-Markern und so, nimmst du einfach so fette Mechs, nimmst dann irgendwie hier Precision Strike oder wenn du gute Piloten hast, die sowieso leicht treffen und so, dann, ja, warte, wir machen mal Reserve, damit ich erst die anderen vielleicht ziehen kann. Ja, und schießt die einfach kaputt. Ah, okay, die vier Mechs und dann noch Reinforcements. So, ja, gucken wir mal. Weil zum Beispiel er hier ist total ungeschützt, aber hat halt relativ viel Evasion. Wenn ich den jetzt einfach mit allen beschieße, dann geht ja die Evasion gut runter und hier, so ein Pilot wie er, na, sollte, ja okay, 45% ist jetzt nicht die geilste Trefferwahrscheinlichkeit. Aber komm, ich habe gesagt, fast forward und so machen wir es auch. Einfach drauf und obwohl er ist geschützt, aber ich würde ihn super treffen. Okay, gehen wir trotzdem erst auf die Javelin. Das ist das, was ich gerade meinte. Man ballert die einfach weg mit so fetten Nix. Also, der Archer jetzt vielleicht noch drauf. Dann kann sein, dass der schon erledigt ist. Okay, hier werde ich jetzt tatsächlich trotzdem mal Precision Strike wählen, weil die Varianten oder die Sachen hier dann einfach noch weiter nach oben gehen. Könnte Overkill sein. Zack, ist mir aber egal. Ja, tatsächlich. Scoutlands sind vier und dann noch welche dazu. Na, den will ich zuerst. Könnte man überlegen, hier hinzuschießen auf den Kommando? Mache ich auch. Ja. Cool, er kommt sogar auch schon an den Kommando. Hätte ich jetzt gerne nochmal einen Precision Strike, um ihn zumindest auf 70% oder so zu bringen, aber ist egal. Die dürfen sich jetzt alle vor mir bewegen, weil sie halt leichter sind. Ihr sitzt hier oben in der Initiative, die haben alles wahrscheinlich nur komplett leichte Mechs und ich habe halt hier mittlere und schwere. Das ist halt durchaus der Nachteil hier dran, ne? Man muss halt quasi abwarten, heißt für einen selbst, wenn man dran ist, dass man die vernünftig hinstellen muss, weil man kann davon ausgehen, der Marauder, der wird jetzt noch zweimal beschossen, dann sind die beiden, oder er wird zweimal beschossen, sind beide Evasion-Marker weg, was für alle heißt, die können einfach immer super treffen, wenn sie auf den schießen. Das gleichen diese Mechs dann natürlich ein bisschen dadurch aus, dass sie eine höhere Panzerung und sowas haben. Ich habe gerade einmal rausgetappt, um zu gucken, ob das Video noch läuft. Ich hoffe, dass es jetzt keine großen Ruckler oder andere Unterbrechungen hier provoziert hat. Naja, also die gleichen das natürlich dann durch etwas fettere Panzerung und die Feuerkraft natürlich wieder aus. Aber trotzdem, das muss man halt im Hinterkopf behalten. Ne? Okay, wir gehen jetzt hier drauf. Wir gönnen ihm auch mal das hier. So, komm. Würde man hier gegen einen guten Spieler spielen, der hier 5, 6, 7 leichte Mechs zur Auswahl hat und dann in dem Gelände, dann
könnte man da durchaus Probleme kriegen. Also vor allem so, wie ich hier spiele. Wenn ich jetzt hier vernünftig spielen würde, also zum Beispiel den Archer hier hinten irgendwo hinstellen, erstmal die LSR schießen, so, wo er nicht viel gegen machen kann. Okay, aber was ich hier gerade mache, ist eigentlich total tödlich, weil hier reinlaufen, ja, und dann von allen einfach flankiert werden oder so, sich kaum bewegen können, nicht wegspringen, sage ich ja, ist eigentlich tödlich. Nur da ich hier gegen die KI spiele, die ziemlich dumm wie Brot ist und ich ja einfach einen nach dem anderen wegbratzel, da ist es dann egal. Aber ich sag ja, gegen einen echten Spieler, dem man gegen meine Lanze hier, weiß ich nicht, 8 leichte Mechs gibt oder so, in dem Gelände, ja, könnte problematisch werden. Also für mich, nicht für den. Völliger Quatsch mit den LSR, aber ist mir egal. Ein Spieler wird es alleine schon nicht so machen, wie jetzt die KI hier so dieses Welle-um-Welle-Ding. Also ich kann hier einen nach dem anderen rausnehmen, das ist halt dämlich so. Ja, ich muss mit den Dingern ungefähr gleichzeitig ankommen, damit ich irgendwie hier oben ein paar hab, mit den anderen rumgehe oder so. Und dann komme ich halt echt in Bedrängnis. Aber das, was die da machen, ist halt ziemlich dämlich. Aha, hat er auch noch daneben gehauen. Komm, gönn. Ich habe den Spielzaun immer noch nicht runtergestellt. Ich hoffe, dass das alles klar geht hier in der Aufnahme, dann ist es heute halt einfach mal so. Vielleicht ist das ja sogar geiler als vorher, damit man ein bisschen mehr hier hört, weil ich den ja schon ziemlich weit runter hatte. Abes Bein, aber noch nicht kaputt, der Mech. Ich muss mit dem nächsten auch noch drauf gehen. Nehmen wir den Archer ohne LSR vielleicht oder sowas. Ja. No retreat, ja natürlich. Zack, den nächsten. Ist zwar noch nicht kaputt, aber effektiv. Also eine Spider mit einem Bein. Was hier bei dem Spiel natürlich krass ist, der kann trotzdem aufstehen und dann zum Beispiel noch springen und trotzdem noch sich relativ gut bewegen. Wenn ich im Brettspiel ein abes Bein habe, dann ist der Mac eigentlich ziemlich erledigt. Also zum einen muss ich gucken, dass ich es überhaupt noch schaffe, wieder aufzustehen. Das ist immer sehr wahrscheinlich, dass der immer wieder umkippt, wenn er beschossen wird. Der kann sich kaum noch bewegen. Ich glaube, nach Springen, wenn ich das machen sollte, muss ich würfeln, ob ich nicht eh direkt umkippe. Also das ist hier dann schon ein bisschen vorteilhafter. So dass die Spider trotz Appenbein nicht direkt komplett quasi raus ist. Aber ja, effektiv halt schon, weil ich meine, was soll er jetzt hier noch groß machen? Deswegen nehmen wir auch mal direkt das nächste Ziel. N ist die Standard-Javelin mit den 2 KSR-6 sollte. Eigentlich ganz geil bewaffnet für so ein kleines Kackviech. Oh, was ist denn das? Da waren ja zumindest mal ein paar Waffen drin. Was war das? Shadowhawk. Doch mal noch ein Medium-Mech hier als Gegner. Und trotzdem erst den fertig jetzt. Und die Spider. Ja, komm. Er auf ihn und der Archer gleich auf die Spider. Hätte ich aufteilen können, aber naja, ist egal. Lieber ein bisschen Overkill als
den jetzt dann doch nicht kaputt kriegen. Ja, gehen wir hier hin. Gönnen ihm auch noch hier so ein verbessertes Gedöns. Tja, und jetzt sollte man gucken, dass man hier den Shadowhawk vielleicht angeht. Wobei er natürlich viel weniger Panzerung hat. Doof, dass ich nicht mehr Evasion draufkriege. Ich warte erstmal ab, was er da macht. Er geht hier in den Nahkampf. Nehme ich vielleicht doch erst den Shadowhawk, weil ich da nämlich in den Rücken kommen müsste. Guck mal, wie genau steht er? Nach da, also müsste ich hier im Rücken sein. Ja. Das mache ich jetzt mit den anderen Mechs auch noch und dann ist der wahrscheinlich erledigt. Ja, erledigt. Krass. Einmal Alpha, alles weg. Wir dürften wieder nur oberflächliche Schäden haben. Genau, ist auch so. So, und was greifen wir hier ab? Shadowhawk. Javelin, dann ist der Mech komplett. Nur einmal eben gucken. Ja, keine besonderen Waffen. Dann nehmen wir den Javelin. Ist der nämlich auch komplett quasi. Ist eigentlich nur wichtig, um den dann zu verticken oder so. Ihr hattet ja gesehen im Storage, ich habe einiges an Mechs, aber es gibt keinen Grund, gerade die zu verkaufen, weil das ist irgendwie unbegrenzt. Und solange ich da nicht gezwungen bin, verkaufe ich einfach nicht. Mein Kohletechnisch, das ist nicht besonders viel. Ich kann also keine hier, den schmeißen wir auch direkt raus. Man kriegt leider nicht so viel für die Mechs. Also so ein Javelin selbst ist ja alleine schon, was weiß ich, 1,5–2 Millionen wäre, aber ich kriege irgendwie 300.000–400.000, wenn ich die hier noch verkaufen wollen würde. Und ja, das, also hier in Centurion für 430.000, Junge, wofür soll ich den denn verkaufen? Das ist doch Quatsch. Na, ich sag ja, wenn ich jetzt hier irgendwie Low Money hätte, dann könnte ich das mal machen, hier 2-3 Mechs verkaufen oder so, aber im Moment gibt es da gar keinen Grund zu. Ich guck nochmal eben, ob es sich lohnt, irgendwas zu kaufen. Hier ist ein Stalker-Teil, ist natürlich geil, aber nee, ach, den erbeuten wir irgendwann. Hier ist nochmal so ein Heat-Exchanger. Kaufe ich einfach mal, weil, warum nicht? Also ich kaufe gerne so besonderes Zeug immer direkt weg. LBX-Ammo, haben die denn auch eine LBX-AK? Nee, ich glaube nicht. Weapons? Oh, geiles Angebot hier, Lappenplanet. Hier, ich bekomme schon 10% Discount. Scheint sich ja dann auf den Verkauf nicht auszuwirken. Also, dass ich dann auch mehr Geld kriege, wenn ich Sachen verkaufe. Weil, ja, keine Ahnung. Oder die Preise sind selbst mit dem Discount schon so scheiße. Naja, machen wir auf jeden Fall nicht. Ich muss mal eben hier was checken. Okay. Wir werden jetzt zum nächsten Planeten fliegen, vielleicht noch eine Mission machen oder so. Und das Gute ist, dass auf dem Weg wahrscheinlich 1-2 Mechs fertig werden. Den Black Knight zum Beispiel habe ich noch überhaupt gar nicht eingesetzt, weil ich den immer wieder nach unten geschoben habe. Wo kann ich jetzt am besten gucken? Hier. Manage Tasks. So. Hunchback, einen Tag. Phoenix Hawk, genau. Black Knight 9. Quickdraw 4. Assassin Griffin. Könnte man nach oben schieben, aber ich lasse das jetzt erstmal so stehen. Den Katapult hätte ich gerne. Aber die werden auf jeden Fall alle fertig, wenn wir zum nächsten Planeten fliegen. Jetzt müssen wir nur mal gucken. Ich werde einmal eben dem Mokassin hier ein bisschen... Okay, was kriegt er? Er kriegt
Das mit dem Heat Dissipation hätte ich gerne und das auf jeden Fall. Okay, gehen wir erstmal ruhig hier drauf. Ja, und dann gucken wir mal, wo wir hinfliegen, weil die zwei Contracts, wo quasi bezahlt wird, das waren nur anderthalb Sterne und einen Stern, das ist irgendwie Quatsch. Also zu hier sowas da, da gehe ich gar nicht erst hin. Nee, hier, da, das da ist doch gut. Oder hier, ist zu wenig. Ja, wir bleiben mal hier in diesem Grenzbereich. Wobei ich will eigentlich mir es mit denen nicht unbedingt verscherzen, weil hier haben wir geilen Ruf, hier Ruf aufbauen, hier wäre okay. Marek ist ein bisschen weit weg, gegen die Taurier können wir ruhig weiter kämpfen. Heißt, wir sollten hier in den Grenzbereich irgendwo gehen. Okay, 17 Tage, 14 Tage, macht keinen großen Unterschied. Ist ja wahrscheinlich ist auch nur ein, genau, ist nur ein Sprung hierhin. 19 Tage, ja, dann gehen wir doch direkt hier an die Grenze nach Zangul. So, und dann haben die Techs nämlich ein bisschen Zeit, hier die Mechs zu reparieren und die Piloten können heilen. Klar, wir gönnen. Wir haben, also wir haben zwar nicht super viel Kohle, aber Moral baut sich dadurch weiter auf. Und hier ist im Moment nicht das Risiko, dass wir großartig pleite gehen. Also dadurch, dass wir so gute Reserven haben in Form von Mechs, die wir noch verticken können, werde ich das einfach mal ruhig so durchgehen lassen. So, hier haben wir so ein Event. Okay, Mokassin kommt irgendwie in die MacBay und fragt Young, das ist nämlich der Chef-Tech hier irgendwie, ja, ich hatte mich gefragt, ob du irgendwelche BA-11-100Ns vorrätig hast. Ich hätte davon gerne welche in meinem Mac. Young guckt mich an, um sich zu vergewissern, dass ich das auch mitkriege. Dann sagt er zu Mokassin, die sieht man nicht oft. Bist du sicher, dass du das installieren willst in einem Mac? Ja, ja, klar. Bailiff sagt, das verbessert auf jeden Fall die Mac-Stabilität. Okay, jetzt könnte ich Young fragen, ob ich eine in meinen Mac auch kriege. Ich könnte den Prank Mokassin erklären, also dass es nur ein Prank ist, dass es sowas gar nicht gibt, weil was soll das sein? Oder ich gucke mir einfach an, was sich daraus so ergibt. Ich gucke mir das einfach mal an und guck mal, was die da so machen. Also, er guckt auf ihr, Young, der Cheftech, guckt irgendwie auf so ein altes Clipboard und sagt, okay, er soll das genau aufschreiben, was er haben will, und dann sagt er, guckt dann danach. Okay, er weiß gar nicht genau, wie es geschrieben wird, der Mokassin, weil er weiß auch eigentlich gar nicht, was das für ein Teil ist. Er wurde ja offensichtlich verarscht von dem anderen Typen, von dem anderen Piloten. Während er da halb durch ist, wird ihm so langsam klar, dass er irgendwie wahrscheinlich verarscht wird. Deswegen hält er inne und guckt Young an, sagt, ey Chief, was genau geht hier gerade ab? Und Young sagt, ja, Mokassin, also zu mir sieht's aus, als würdest du gerne einen Ballon oder sowas für deinen Mac haben. Wir haben nur noch rote. Ist das okay für dich? Er, also Mokassin, rennt raus, schreit, Bailiff, dafür kriege ich dich. Und sobald er raus ist, fangen Young und ich total an zu lachen. Deswegen ist Mokassin jetzt für die nächsten 14 Tage schlecht drauf. Das macht, dass ich nämlich mehr Resolve ausgeben muss, wenn er besondere Fähigkeiten einsetzen soll. Und Bailiff findet das aber natürlich total lustig und er hat dafür sogar für 30 Tage High Spirits. Ja, nice. Mal ein bisschen Spaß muss sein. So, und da wir nur einen Sprung hatten zu dem Planet, genau, wird jetzt hier das die Argo von dem Dropship, oh ne, ist sogar ein zweiter Sprung. Da wird jetzt die Argo abdocken und zum Planeten fliegen. Quick Draw auch noch fertig.
Gut, wir haben ja auf jeden Fall eine ganz gute Auswahl an Mechs jetzt für die nächste Mission. Wir gucken mal, was es im Store gibt. Was kann man hier Schönes kaufen? Hier kann man auch wieder ein Stalker-Teil kaufen. Hätten wir das andere geholt, hätten wir jetzt schon zwei von drei. Aber naja, okay. Hier ist ein verbesserter Large Laser, der leichte Treffer. Oh, hier ist sogar noch besserer. Mehr Crit, ja, den kaufen wir. Ach, den anderen kaufen wir auch. Arschlecken. Zack. Plus 10 Damage, krass, okay, damit hat er, ja, okay, ein Large Laser hat 45, ein Medium normalerweise 25, das heißt, da sind wir irgendwo in der Mitte. Plus Damage hier, geil, er macht nämlich dadurch genauso viel Schaden wie ein Medium Laser, hat halt nur trotzdem die verringerte Reichweite. Wir kaufen das einfach alles. Oh, was haben wir hier? Targeting Systems. Plus 1 Accuracy, also Verbesserung, Trefferwahrscheinlichkeit für ballistische Waffen. Und hier haben wir die krasse Version davon, sogar plus 3. Die ist aber richtig teuer. Ist beides relativ teuer. Das kaufe ich. Jetzt müssen wir aber echt auf Kohle gucken. Aber wir machen jetzt hier ein paar Missionen. So, wir gucken mal kurz. So, sieht das doch gut aus. Wir haben nämlich jetzt richtig krasse Mechs. Also wir könnten den Archer Marodeur Black Knight Thunderbolt einsetzen. Da haben wir nämlich vier richtig geile Mechs sogar für Missionen. Quickdraw nicht schlecht, ich hatte den ja ein bisschen aufgepanzert. Hunchback, der ist schon lange dabei. Phoenix Hawk, Wolverine. Ja, okay, sieht doch gar nicht mal schlecht aus. Ich guck mal noch, ob es hier besondere Piloten oder sowas gibt. Chancellor. Hier haben wir einen, der hat schon mal zwei Skills. Und auch sogar vernünftige. Oder wir heuern Popo an. Alter. Ich weiß nicht. Also wir sind ja eine Zeit auf dem Planeten. Vielleicht auch beide oder so. Müssen wir mal gucken. Erstmal müssen wir ein bisschen Kohle machen. Na? So, einiges an Missionen hier am Start und auch ganz gut was, wo man Kohle machen kann. Ja, dann starten wir doch direkt mal hier mit. Was müssen wir da machen? Irgendwas kaputt? Ich würde ja gerne hier wieder auf 3 gehen, damit, wenn wir, mache ich auch einfach, wenn wir einen spannenden Mech ausschalten, dass wir den auch komplett erbeuten können. Okay, Mokassin hat ja noch schlechte Laune, den schmeiße ich mal raus. Den Black Knight will ich auf jeden Fall mal einsetzen, mal gucken, wie der ist. Quickdraw hatte ich auch noch nicht im Einsatz, aber mache ich jetzt auch nicht. Wir nehmen hier die Mechs, da sind wir nämlich super aufgestellt. Peanut Butter ist wieder am Start. Okay, der kriegt aber nicht den Black Knight. Mein Brother darf in den Black Knight und Peanut Butter kriegt den Thunderbolt. Die Mechs sind eigentlich alle geil. Okay, 285 Tonnen Drop Tonnage. So hoch waren wir bisher noch nie. Capture Base und vor allem hier Biome Urban. Dann seht ihr das auch mal. Das ist nämlich cool. Das ist nämlich das, was durch den Urban Warfare DLC quasi ist, dass man so eine komplette Stadtumgebung hat. Das sieht ziemlich geil aus. Da hatte ich schon ein paar Missionen, die hatte ich aber glaube ich nicht mit aufgenommen. Sieht aber super geil aus. Ist aber jetzt eigentlich nicht ideal für meine Mechs. Da ist es ein Riesenvorteil, wenn man einfach Jump Jets hat. Weil die Sicht doch durch die ganzen Gebäude ziemlich eingeschränkt ist immer mal. Das sieht doch geil aus. Voll am Ruckeln hier. Das ist so wie so Drop-Pods, die irgendwie jetzt hier eingeschlagen sind, immer jeweils mit dem Mech drin. Das sieht schon ganz geil aus. Ich glaube, die Gebäude kann man sogar auch alle zerstören, wenn man das denn wollte. Aber das ist schon ganz cool. Die Karren stehen natürlich hier einfach alle rum, oder was? Erstmal alles nach vorne. So, wir müssen aber gucken. Genau, die sind hier relativ verteilt. Hier kann ich nicht so einfach nach vorne alles kaputt machen oder so, wahrscheinlich, weil ich vermute, dass aufgrund der Schwierigkeit hier durchaus ein bisschen Widerstand kommt, beziehungsweise nicht was, was man einfach so ignorieren kann. Deswegen müssen wir mal gucken. Man könnte zum Beispiel jetzt mit allem nach rechts abdrehen, erstmal in die Richtung gehen, alles kaputt machen. Aber wir gehen hier erstmal auf den Locust. So, und hier haben wir nämlich das mit der Sicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier hintergehe, sieht er mich komplett nicht mehr. Wobei das hier schon recht knapp ist, aber
passt schon. So, Black Knight. Ihr seht da, was der hier an Waffen dabei hat. Das ist ziemlich krass. Und macht trotzdem jetzt so wenig Hitze. Vollgas. Arme Locust, ey. Völlig kaputt gemacht. Ja gut, dann gehen wir jetzt mit ihm einfach direkt in die, auf die andere Seite. Ist einiges im Gebäude hängen geblieben. Trotzdem haben wir den ganz gut kaputt gemacht. Jawohl. Perfekt. Also direkt beide Scout-Mechs hier kaputt gemacht. Blackjack ist oben auf dem Gebäude gesprungen. Dadurch kriegt er Bonus für den Beschuss. Hat trotzdem super Kacke getroffen. Hat aber den Nachteil, dass entweder bleibt er da stehen und feuert einfach die ganze Zeit. Hat dann halt voll nichts an Deckung oder er springt halt wieder weg. Aber das ist schon geil. Also der DLC sicherlich... ziemlich cool. Die DLCs sind alle cool. Und ich hatte euch ja schon mal gesagt, wenn ihr euch überlegt, das Spiel zu holen, dann macht das ruhig, weil das ist alles nicht mehr so teuer. Also sowohl das Spiel als auch irgendwie die ganzen DLCs. Kann man auf Steam gucken, ist immer mal im Angebot zwischendurch, dann würde ich es mir da direkt holen. Ansonsten guckt mal auf MMOGA oder sowas. Da gibt es nämlich, ich weiß nicht, wie die heißt. Da heißt die Mercenary Collection oder so. Es gibt irgend so ein Bundle, wo alles drin ist, also wo man das Spiel mit allen DLCs kriegt. Da hat man dann quasi einen Key und hat halt trotzdem direkt alles und das ist nicht teuer. Ich habe mir die Dinger alle einzeln gekauft. Ich hatte nur jetzt am Ende... Nee, warte mal, das Spiel hatte ich einzeln gekauft und den ersten DLC. Und den zweiten und dritten habe ich mir dann hier jetzt, ja, bevor ich hier quasi die Kampagne gestartet habe, geholt. Und da war das nämlich gerade im Angebot auf Steam. Und das war dann für mich so, okay, geil, nutze das, um jetzt mal die beiden letzten DLC, also vor allem den Heavy Metal wollte ich haben, weil dadurch so viele neue Mechs dazugekommen sind. Hatte ich mir gesagt, okay, komm, jetzt holst du dir das endlich mal und zockst das Spiel dann einfach nochmal. Weil ich hab's, wie gesagt, schon die Kampagne habe ich durchgezockt, ich habe einmal so eine Karriere durchgezockt für Spaß, aber da war das alles geil, dass ich den jetzt direkt kaputt gekriegt habe. Wird bestimmt interessant, den von da oben zu bergen. Da war das Spiel aber auf jeden Fall immer noch ein bisschen anders. Also, hatte ich ja gesagt, die stecken hier durchaus Arbeit rein. Es gab auch so einen Patch jetzt am März oder Mai oder sowas, weiß ich nicht mehr genau. Aber wo auf jeden Fall auch nochmal wieder was gemacht wurde an dem Spiel. Und das finde ich immer sehr geil. Und das finde ich auch, ist es dann auch wert, für solche Spiele Vollpreis und Ähnliches zu bezahlen, wenn da Entwicklung drin steckt. Ich hatte nämlich letztes Mal gelesen, da hat sich ja eh einiges verändert bei der ganzen Spieleindustrie. Früher war es ja immer so. Ein Spiel wird entwickelt, dann kaufen das halt die Leute und gut ist oder so. Und ein Spiel verkauft sich auch über eine Zeit. Jetzt bei diesen ganzen Pay-to-Win-Zeiten und Lootboxen und ähnlichen ist es halt so, dass Spiele häufig darauf setzen, sieht man ja auch. Es gibt ganz viele Spiele, die gibt es erstmal für lau oder für billig und dann kann man sich allen möglichen Scheiß kaufen und dadurch finanzieren die sich quasi über Zeit. Wohingegen solche Titel oder auch sowas wie GTA 5, gut, da gibt es ja GTA Online zum Beispiel, wo man dann irgendwie auch wieder Kohle für ausgeben kann. Aber in der Regel ist es bei so Spielen so, also das hier ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Man kauft einmal das Spiel, hat das bezahlt und dann war es das für die Entwickler. Dann kommt ansonsten keine Kohle mehr rein. Das heißt, wenn die jetzt Patches noch rausbringen, wo auch Content drin steckt, also wo die wirklich sagen, komm, wir bauen nochmal einen neuen Mech ein oder neue Karten oder irgendwas, dann haben die ja kohletechnisch erstmal nichts davon. Natürlich gibt es immer mal Leute, die im Verlaufe der Zeit sich so ein Spiel, also ich sagte ja, das ist glaube ich von 2017 hier sogar, die sich das dann immer mal noch holen. Aber das ist nicht die Masse und dadurch generieren die nicht ihre Kohle.
So, heißt also, wenn so ein Spiel released wird, müssen die so viel Kohle damit machen und so gut verkaufen, dass sie zum einen ihre Entwicklungskosten rauskriegen und so viel Kohle reinkriegen, um dann auch das nächste Spiel oder den nächsten DLC oder was auch immer entwickeln zu können. Und ja, das ist halt so eine Sache, die wohl teilweise echt problematisch ist. Oh geil, ein Grasshopper, den hätte ich ja auch gerne. Auch einer meiner Lieblings-Macs im Tabletop immer gewesen. Na, gehen wir mal auf diesen Striker erst. Ja, und deswegen ist es immer, also bin ich immer ein großer Fan davon, bei solchen Sachen, wo nicht so ein Blödsinn ist mit, ja, hier, bezahl 12 Euro, dann kannst du wieder irgendwie, kriegst du Sprit für deine Macs, ja, und dann kannst du mehr Missionen spielen oder so eine Scheiße und dann musst du immer wieder was kaufen. Sondern ich bin da eher der Fan von, der sagt, okay, pass auf, das Spiel hat seinen Preis, dann kaufe ich das halt dafür. Die kriegen alle ihre Kohle, ich krieg ein geiles Game und kann das dann halt auch eine ganze Zeit spielen. Und natürlich, manche Spiele lohnen sich da mehr als andere, aber das hier zum Beispiel, also ich habe ja so viele Spielstunden drin, oder auch was ich mir geholt hatte, hier Panzerkorps zum Beispiel oder so, habe ich mir auch direkt geholt, als es rausgekommen ist, volle Kohle bezahlt, ist mir scheißegal, weil ich weiß, okay, das will ich spielen und das macht Bock. Und dann ist das auch okay, dass das so einen gewissen Preis hat. Ich weiß, dass ganz viele Leute voll am Rumheulen sind, wenn zum Beispiel so ein Game rauskommt, dann war es hier 45 Euro, nee, Alter, da hole ich mir irgendwie wo ein Key total billig oder warte, bis es im Angebot ist oder so. Ich meine, klar, die haben da eine gute Gewinnspanne mit, aber die finanzieren sich halt auch dadurch. Und so gibt es es immer bei manchen Spielen, das Inquisitor Martyr war auch sowas. Das ist nämlich ein ziemlich kleines Spielstudio, was das gemacht hat. Und das Spiel war echt teuer. Also die haben es, glaube ich, für 60 Euro war das am Anfang oder so auf Steam. Und ich meine, Steam greift da ja auch nochmal was ab und kriegt einen Kohleanteil. Und das war aber sowas, wo ich dachte, okay, in dem Moment, wo das rausgekommen ist, das kaufe ich mir für den vollen Preis. Die sollen alle ihre Kohle kriegen da. Zum einen hier Steam, weil ich das ganz geil finde mit der Plattform. Zum anderen die Entwickler natürlich. Weil gerade das Inquisitor Martyr, das gab es zwischendurch dann irgendwann auch schon mal für ja, einen Bruchteil irgendwie der Kohle. Und es war auch echt buggy am Anfang. Aber es war trotzdem geil, hatte Potenzial. Und ich habe mir halt gedacht, nee, das finde ich gut. Oh, der LM-Carrier muss weg. Das finde ich gut, die sollen ihre Kohle haben. Ich will das unterstützen. Und ich weiß, da sagen jetzt dann Kritiker wieder, ja, dann solltest du es nicht auf Steam kaufen, weil dadurch unterstützt du vor allem Steam und nicht, weil die so viel Kohle da abgreifen. Was die Entwickler dann gar nicht erst kriegen. Aber ich denke mir, bei so einem hohen Preis ist das okay, da haben halt beide was von. Und deswegen bin ich großer Fan von. Also zum Beispiel hier, wenn hiervon ein zweiter Teil rauskommen würde, würde ich gar nicht großartig überlegen. Das würde ich mir sofort holen, würde den vollen Preis bezahlen, scheißegal, weil das kann gar nicht richtig kacke werden. Also wenn das auch nur annähernd so ist wie das hier, dann weiß ich, das ist ein Spiel, wo ich viele Stunden reinstecken werde, was mir Spaß macht. Wieso kann er sich nicht bewegen, der Archer? Keine Ahnung. Check ich nicht so ganz, aber ist egal. Bleibt da halt da stehen und schießt. Trotzdem komisch. Das wäre ein geiler Mech für Beute. Ist aber unwahrscheinlich, dass ich den krieg. Ja, beide Beine noch dran. Wenn ich den Kopf gezielt beschießen will, habe ich nur 2% Trefferwahrscheinlichkeit. Ich meine, wir machen es trotzdem mal. Ja, der hat jetzt ganz viel getroffen, aber wahrscheinlich nicht den Kopf. Sondern halt, also die 2% beziehen sich dann nur darauf, dass man dann wirklich diese Zone gezielt trifft. Ja, ich habe überhaupt nicht den Kopf getroffen, sondern alles andere. Center ist schon offen. So, ich guck mal, ob ich den... Ey, der Archer ist irgendwie buggy jetzt. Steckt der hier fest oder was? Das ist doch scheiße. Ja, Center ist schon fast weg, also... Ja, ich versuch's mal nochmal mit dem Bein, aber... Wahrscheinlich wird hier der Center, ja... Center ist zerstört. Und habe ich jetzt schon gewonnen, weil ich die Zone da vorhin eingenommen hatte? Oder kommt noch was?
That's it. Okay, Mission successful. Gut, hat sich ja echt nur an den Grenzen gehalten, weil ich meine, der Grasshopper ist natürlich potenziell schon krass. Der LM-Carrier auch. Der hält zwar überhaupt nichts aus, aber hat, glaube ich, 3 LSR 20. Das heißt, wenn der einfach feuert... Okay, cool. Kaum was an Schäden. Natürlich auch jetzt nicht wirklich viel an Beute. Wir nehmen natürlich das Grasshopper-Teil. Blackjack haben wir nämlich dadurch. Ist auch die Blackjack-Variante. Dadurch haben wir den nämlich vollständig. Ja, und ansonsten haben wir hier nur so einen Lappenloot. Nehmen wir eine LSR 20 noch mit. Nee, wir nehmen hier den verbesserten M-Laser. So. Kriegen eh noch einiges zugewiesen, haben sogar eine 20er LSR dabei. Nicht die beste Beute, die es gibt, aber das weiß man ja vorher immer nicht. Hätten wir jetzt den Grasshopper durch irgendwie beide Beine weg oder Pilot ausgeschaltet gekriegt, dann hätten wir jetzt einen kompletten Grasshopper looten können. So, und ich denke aber mal, weil ich bin jetzt echt schon eine ganze Zeit dran, habe jetzt schon eine ganze Zeit aufgenommen. Ich guck mal kurz. Video geht jetzt schon Stunde 20. So lange gingen die anderen auch immer ungefähr. Heißt, wir gucken jetzt noch einmal, wie es ist mit dem Piloten aufleveln. Nice, der nächste 10er. Lumpy auch. Cool. Hat die anderen Werte nicht so hoch, aber dafür super geil Schütze. Der Mokassin war gerade nicht dabei. Peanut Butter. Rolex, okay, ist schon ein 10er. Gehen wir bei Tactics hoch, dann wird nämlich hier Cold Shot Mastery, okay, was auch immer das bringt. Ja, keine Ahnung. Star wird noch weiter verwundet, hier gehen wir auch Tactics-mäßig weiter hoch. Genau, Minimum Range reduziert. Ja, sehr cool, dass die Mechs nicht kaputt gegangen sind, das heißt, wir können jetzt hier so weitermachen. Wir werden mal den Blackjack noch ausrüsten. Und dann aber mal für heute aufhören. So, guck mal, ihr seht, wie viel mega viel Platz der hier hat. Das heißt, man kann mit dem Ding so ziemlich alles machen. Der hat zwar nur 45 Tonnen, aber er hat unheimlich viel Waffenaufhängung. Er hat das Potenzial auf Panzerung, schon gar nicht so schlecht. Wir gehen trotzdem mal noch weiter hoch. Und ich sage, das ist die Variante, alles für Energiewaffen. Normalerweise hat der Blackjack, ich glaube, 2 AK-2 und er hat Large Laser. Der hier hat halt alles auf Laser. Na, machen wir mal. So, jetzt sind wir hier schon überall ziemlich am Maximum. Machen wir mal sowas. Dann geben wir dem tatsächlich mal... wir haben nur noch einen Large Laser, ansonsten diese ganzen verbesserten. Die will ich aber nicht in die Arme packen. Muss ich ja auch nicht. Ein Large hier. Ein Large da. Bekommt da noch zwei Mediums. Dann bekommt er Sprungdüsen, um einfach... Oh geil, plus Accuracy für Energy Weapons. Zack, kriegt er auch noch. Jump Jets hätte ich schon gerne, damit man ihn einfach gut platzieren kann. So, und jetzt kriegt er noch diese Heat... Ne, nicht die Heatbank, sondern das andere Ding. Ach, scheiße. Ne, ja doch, haben wir noch einen. Geil. Zack. Wiegt zu viel. Tja, was machen wir da? Doch nur normale Heatsinks geben. Heat Efficiency ist echt nicht dolle. Aber die Idee ist, also er wird super gut treffen können und die Dinger auch immer super gut schießen. Die Idee ist, dass man mit dem irgendwo auf dem Berghügel, was auch immer, springt und dann einfach super gut die ganze Zeit die Knarren schießt. Man könnte überlegen, einen Large rauszuschmeißen, noch zwei Medium mehr reinzumachen und dann noch mehr Heatsinks. Vielleicht gar nicht schlecht. Könnte sogar noch ein Medium mehr reinmachen. Dann hat er jetzt 2, 4, 5 Medium. Achso, hier. Nee, das ist natürlich Blödsinn. Ein Large bleibt. Aber den mit Plus Accuracy. So, haben wir ein Large 5 Medium Laser. Allerdings ist das hitzetechnisch natürlich echt krass. Das macht keinen Unterschied. Ja, okay. Zwei Heatsinks passen noch.
könnte auch über das Ding hier nachdenken. Weil dann kann man insgesamt mehr Hitze aufbauen, aber... Okay, man wird ja nicht immer alles schießen, aber er hat das Potenzial dazu. Trotzdem ist das schon krass mit der Hitze. Es macht aber keinen großen Unterschied, wenn ich jetzt hier einen noch rausschmeiße und einen Wärmetauscher mehr nehme. Wobei vielleicht doch, denn das ist immer noch ziemlich krass. 4 Medium, 1 Large Laser, Sprungfähigkeit gut gepanzert. Okay, ja, ist gar nicht so schlecht. Fire Support, aber natürlich leider nicht so die super Reichweite. Trotzdem gefällt mir das ganz gut. Mit dem Plus Accuracy of Energy Weapons müsste der super geil immer alles treffen können. Also der ist gar nicht schlecht. Den werde ich allerdings auch wahrscheinlich nicht immer wirklich so einsetzen, weil, das ist echt geil, das Malschirm, hatte ich das irgendwann schon mal erwähnt in den Videos, ich glaube nicht, weil einfach, er hat, ne, Missionsschwierigkeitsgrad und sowas. Ah, vielleicht nimmt man den hier und da mal mit. Solange wir nichts Besseres haben, ist das völlig okay. Gut, Piloten hatten wir geguckt, hier haben wir geguckt, kohletechnisch sind wir gerade ziemlich am Sack. Liegt aber auch daran, wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis zum Financial Report, liegt daran, dass wir zum einen ganz gut hier was in Storage haben. Also wir können einiges verticken an Max, wenn es eng werden sollte. Es ist aber gerade alles relativ in einem guten Zustand. Piloten sind am Start und wir haben noch eine Menge Aufträge, die wir hier auf dem Planeten machen können. Deswegen ist das alles okay, ich mache mir da gar keine Sorgen. Und ja, ich würde sagen, an der Stelle sind wir dann erstmal raus und das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.